Ja, so, wir nehmen die Abkürzung. Also ja, auf der Grabinsel sind wir soweit fertig. Das heißt, wir reisen jetzt nach Khet Nuer zurück. Kümmern uns um den Bittsteller, schnappen uns Duens wieder, reden ein bisschen mit unseren Leuten, die dort sind und die wir dabei haben. Achso, das waren die da oben. So, also Khet Nuer. Stones and the spirits in this place have begun to heal. Oh, wie schön. Und Edea ist auch zurück, so wie es aussieht. Und wir haben noch einen Tag, bevor Garfold der Trunkenbold geht. Ja. So, das heißt, der botanische Garten ist fertig, ja. Okay. Wir haben schon mal 30 Prestige, jetzt müssen wir für Sicherheit sorgen. Und ja, wenn wir so auf die Karte blicken, dann sieht man jetzt auch, dass alles schöner aussieht. Also der botanische Garten hier, der Irrgarten hier. Hier drüben haben wir jetzt unseren Übungsplatz. Und auch das Forum ist jetzt wieder sauber. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Häuser und ja, und die Mauern. Die Mauern bauen wir ja jetzt aus. So. Reden wir mal mit dem Trunkenbold, dann rasten wir. Dann ist ein bisschen Märchenstunde und Duvens mitnehmen. Also erst Duvens mitnehmen, dann Märchenstunde. Hey, ich brauche nur einen Augenblick Ihrer Zeit. Garfold der Trunkenbold, ich meine, seien Sie gegrüßt, Fürstin Talisa. Ich hatte gehofft, mit Ihnen sprechen zu können. Ich stecke ein klein wenig in Schwierigkeiten. Dieser Mann hat eine üble Bierfahne. Also gut, ich höre zu. Ruf seine Verbündeten zusammen und bedeutet es dem Bittsteller vorzutreten. Ich habe in Dürford einiges an Schulden gemacht und auch an ein paar anderen Orten, mehr als ein paar. Ich habe das Geld nicht, Fürstin. Ich würde die Schulden ja begleichen, wenn ich könnte. Keine Sorge, ich kann das übernehmen. Ich weiß, wie du deine Schulden bezahlen kannst. Warum sollte ich mich mit einem unsteten Vagabunden abgeben? Du vergeudest meine Zeit. Dabei kann ich im Moment nicht helfen. Ja, ich könnte jetzt wohltätig sein und seine Schulden übernehmen. Ich könnte aber auch sagen, ich weiß, wie du deine Schulden bezahlen kannst. Ich bin ja ein wohltätiger Paladin, also übernehme ich seine Schulden. Danke, Fürstin. Ich hatte schon befürchtet, dass niemand sich einen Dreck scheren würde. Ihm 1200 Kupferpfand geben. Das sollte reichen, um deine Schulden zu begleichen.
Garfuts Augen weinen sich. Aber ja, möge Gott sie schützen, Fürstin. Ich mache mich auf den Weg nach Einars Rasse und bezahle meine Schulden. Die werden sich wundern. Ja, Ruf mit in Dorf Dürfurt hat sich verbessert. Wir haben Erfahrung gehalten. Ja, und der Trunkenbold reist ab. Die Armee vom Fürstin Gadbin wächst und wächst. Sie sollen diese Gefahr nicht ignorieren. Sprechen wir über meine Armee. Der Marschall nickt. Wie steht es um meine regulären Truppen? So gut es unter Umständen eben geht, dank ihrer Bereitschaft, Geld zu investieren, dürften wir auch einige erfahrene Krieger anlocken. Sie wissen, wie man kämpft und sie können die Moral heben. Welche besonderen Verbündeten stehen mir zur Verfügung? Die Schmelztiegelritter verstärken ihre Infanterie. Das ist im Augenblick alles. Nun gut, dann leben Sie wohl. Ja, ich hoffe ja eigentlich noch, dass ich andere Verbündete vielleicht unter Galloways Trupp, Galloways, unter den Glafantanern mir anlachen kann, die dann noch meine Fernkämpfer unterstützen. Greetings. Seien Sie gegrüßt, meine Fürstin. Ein kleiner Kerkerbesuch, was? Haben Sie irgendwelche Anweisungen für mich? Was soll mit diesen Gefangenen geschehen? Momentan habe ich keine Anweisungen für dich, weil freilassen will ich nicht und auspeitschen will ich auch nicht. Wirst du mich hier drin vergammeln lassen? Lass mich frei. Das soll nicht zu deinem Schaden sein. Nein. Auf dem sein Wort will ich mich nicht verlassen. Das heißt, jetzt wird Duins geholt. Also erstmal rasten wir. Ruhig kein Bonus. Weil ich raste dann nochmal, wenn wir wieder in Herdlied sind, vernünftig. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. So. Duins hat einen Stufenaufstieg. Okay. Geben wir ihm noch einen Punkt in Wissen. Bonuszauber der vierten Stufe wäre nicht schlecht. Naja, ich würde gerne bei Durenz eigentlich Zauber ausblenden können. Das kann ich nur leider nicht. Nee. I'm here. So. Der Einzige, der jetzt gerade in unserer Festung ist, ist Hevarias. Mit Iravias. Mit dem haben wir ja nicht viel. Looks a little healthier than before. Mit dem können wir ja nicht viel bereden. Wir können noch mal fragen, wie es ihm geht. Aber das war's dann auch schon.
Da ist Hieravius. Need something? Curious about your compatriots? Whom in particular? Hieravius kommt dir sehr nah und spricht mit leiser Stimme. Deine Querden stimmen dich neugierig. Wer besonders? Was denkst du über ihn? He's nasty, brutish and tall. So two-thirds like me, I suppose. The circumference of his neck exceeds the circumference of my torso at its thickest point. They sure do breed them big and dumb in the Deerwood, don't they? Hieravius kichert. Er ist garstig, brutal und groß. Teilt also zwei Haupteigenschaften mit mir. Also garstig und brutal. Groß ist Hieravius ja nicht. Nach einem kurzen Kichern wird er totenstill. Sein Hals ist dicker als mein Körper an seiner dicksten Stelle. In dem Wald sind sie aber schon groß und dumm, was? No, I'm being a brat. Truthfully, I think the guy's a lot more gentle than he pretends. He's certainly got a big heart for animals, at least, which is rather telling of who he is under that soldier exterior. Hieravius lächelt und kratzt sich Belag von den Zähnen, während er deine Reaktion studiert. Ich mache nur Scherze. Ehrlich gesagt finde ich, dass der Kerl viel sanftmütiger ist, als er vorgibt. Wenigstens hat er ein großes Herz für Tiere. Was, wenn er darüber spricht, was unter seiner harten Soldatenschale steckt? Das ist im Augenblick alles. Das ist alles. We can speak time. Lead the way. Wir können uns ein anderes Mal unterhalten. Zeige mir den Weg. Ja, ist Idea dann auch wieder... Ah, Idea ist ja auch wieder da. Ein persönliches Quartier haben wir auch. Stimmt. Also ja, wir haben hier Quartiere. Naja, hier könnte ich dann theoretisch manuell rasten, wenn ich nicht über das Rastenknöpfchen hier unten rasten möchte. Gucken wir mal, wie es Edea geht. Das ist aber viel Aufwand. Möchtest du nicht doch lieber warten, bis Taos kommt und versucht, dich umzubringen? Ich machte mir über Eotas Gedanken. Da sind wir schon zu zweit. Was gibt es hier über Eotas zu wissen? You're looking to find religion. Maybe you want to start with a god that hasn't been burned to dust, but I won't stop you. Wenn du dich der Religion zuwenden möchtest, dann solltest du vielleicht mit einem Gott beginnen, der nicht zu Staub verbrannt wurde. Aber aufhalten werde ich dich bestimmt nicht. Aethys, he was a young man with a silver crown. Carried a candle around with him. Sounds like I'm giving a bad eulogy here. Eotas war ein junger Mann mit einer Silberkrone, der immer eine Kerze bei sich trug. Er grunzt amüsiert. Klingt so, als gebe ich hier eine schlechte Laudatio ab. Er stellte wohl für verschiedene Leute Verschiedenes dar. Wiedergeburt, Erlösung, Licht. Draußen auf dem Land heißt der Gaun der Bauer, der Leuten und Jahreszeiten beim Übergang hilft. Gaun wacht über die Schwachen, er sorgt dafür, dass Missverhältnisse ausgeglichen werden. Man kann recht leicht verstehen, warum die bettelarmen Radau-Brüder hier so jemanden gerne Gefolgschaft leisten. Eine Zeit lang war er hier wirklich beliebt. Heutzutage findet man nicht mehr viele, die Eotas in aller Öffentlichkeit huldigen. Wer dann das noch im Privaten tut und wer aufgegeben hat, das lässt sich kaum ermitteln. Manchmal fühlt es sich so an, als ob ich der Einzige wäre. Er lächelt süffisant. Sollte das der Fall sein, hat er all das Klagen verdient. Verehrst du Eotas immer noch? In my way. I don't suppose he expects me to show up at his temple these days. Not much left to do for him other than keep his memory alive and keep hoping that he's just been playing a joke on all of us these past 15 years. Auf meine Art. Ich glaube nicht, dass er erwartet, mich in diesen Tagen in seinem Tempel zu sehen. Mehr als eine Erinnerung am Leben zu halten und weiter darauf zu hoffen, dass er uns die letzten 15 Jahre nur einen Streich gespielt hat, bleibt für ihn nicht mehr zu tun übrig. Soweit ich weiß, hat er seit der Installation des Götterhammers zu niemandem etwas gesagt. Warum ihm also noch huldigen? Er zieht eine Grimasse. Nun sollte sich herausstellen, dass er nicht tot ist und ich ihn aufgegeben habe, dann hätte ich meinem Gott zweimal betrogen. Selbst der Gott der Erlösung muss auch Standards haben. Wahrscheinlich würde ich als Pferd eines Fettnamanna wiedergeboren. Kanna hört zu. Aber das ist es nicht. Nicht alles jedenfalls. Er blickt dich von der Seite her an. Es liegt wohl eher daran, dass ich immer noch an die Dinge glaube, an die er geglaubt hat. Ich hoffe nur, dass sein Tod nicht auch den Tod dieser Dinge bedeutet. Manchmal sieht es so aus.